Die große Dürre. Diese Hitze. Wenn es nicht bald regnet, wird sich die Prärie in eine Wüste verwandeln. Der Fluss. Endlich. Ich habe solchen Durst. Na? Oh nein, er ist trocken. Was soll ich bloß machen? Das darf doch nicht wahr sein. Da! Wasser! Da. Ich war zuerst hier. Das arme Pferdchen. Der Kojote spielt sich auf. Dem werde ich eine Lektion erteilen. Hey! Lass wenigstens was übrig. Oh, pass auf, du Gierschlund. Muss ich dich erst beißen, damit du lernst, dich zu benehmen? Komm zurück, kleines Pferd. Ich bin keine Giftschlange. Ich wollte doch nur den Kojoten für dich verjagen. Jetzt ist es weg. Immer mache ich es falsch. Oh, wieder nichts. Und die anderen haben auch keinen Tropfen gefunden. Was soll nur aus uns werden ohne Wasser? Oh, wenn ich das wüsste. Der Rat der Weisen muss bald entscheiden. Wir haben alle Bäche und Flüsse in der Gegend abgesucht. Es gibt nirgendwo auch nur das kleinste Rinnsal. Die Prärie ist verlassen, die Bisons sind fortgegangen. Was soll nur aus uns werden, wenn wir kein Wasser mehr zum Trinken haben? Und auch kein Wild mehr zum Jagen? Ich weiß, nichts ist zu finden, nirgendwo. Wir haben überall gesucht und ich lese die Besorgnis in euren Gesichtern. Doch verzagt nicht, wir rufen den großen Rat zusammen. Während der große Rat über unser Schicksal berät, werde ich euch eine Geschichte erzählen. Ist die Sonne eigentlich unser Feind, stiller Fels? Wenn das so ist, werde ich ihr mit dem Bogen eins verpassen, damit sie abhaut. Nein, die Sonne ist nicht unser Feind, kleiner Dachs. Einst erlebten die Sioux eine noch viel ärgere Dürre. Es war die Zeit der Regenbogenschlange. Kennt ihr schon die Geschichte der Schlange? Es gibt eine Schlange, die genauso heißt wie du, Regenbogen. Es geschah zu Anbeginn unserer Zeit. Unser Volk war gerade erst dem Bauch der Erde entstiegen. Die Sonne brannte unerbittlich und es gab keinen Tropfen Wasser in den Weiten der Prärie. Unser Flehen wurde nicht erhört, der Regen blieb aus. Da schickte uns der große Geist eine seltsame, schwarz geschuppte Schlange. Sie erwählte zwei starke Krieger, die sie hoch in den Himmel warfen und spannte sich von einem Ende des Himmels zum anderen. Sie begann sich an den Wolken zu reiben und die Schuppen änderten ihre Farbe, während das Eis in den Wolken zu Wasser wurde. Immer weiter füllten sich die Wolken mit dem ersehnten Nass und bald schon ergoss sich der lebensspendende Regen auf die Erde, stillte unseren Durst und gab der Prärie ihre Schönheit zurück. Zum Gedenken an jenen Tag erscheint immer dann ein Regenbogen am Himmel, wenn Sonne und Regen sich begegnen. Es ist genau wie in deiner Geschichte, stiller Fels. Die Wolken ziehen über uns hinweg, aber sie wollen den Regen nicht hergeben. Yakari, mein Sohn, der große Rat hat beschlossen, dass wir die Prärie verlassen. Oh. Wir brechen so bald wie möglich auf. Sei nicht traurig. Wir ziehen hinauf in den Norden. Dort ist es nicht so heiß. Bei den großen Seen werden wir Wasser und Wild im Überfluss für uns finden. Ich bin nicht traurig. Ich mache mir Sorgen. Wir müssen uns beeilen, aber ich weiß nicht, wo kleiner Donner ist und ich möchte nicht ohne ihn fortgehen. Ja, ich verstehe, Yakari. Geh ihn nur suchen. Ich packe inzwischen deine Sachen. Ja, wirklich? Ich beeile mich auch, Mutter. Wo willst du denn hin? Kleiner Donner suchen. Er weiß ja nicht, dass wir wegziehen. Ich muss ihm unbedingt Bescheid sagen. Bestimmt ist er unterwegs und tut, was wir alle tun, nämlich Wasser suchen. Ich gehe nicht ohne ihn weg. Warte doch, ich komme mit. Alles trocken wie Staub. Wenn ich daran denke, dass wir vor gar nicht langer Zeit hier noch gebadet haben. Ja, kleiner Donner kam auch immer gern hierher. Ich gehe erst wieder zurück, wenn ich seine Spur gefunden habe. Frechheit, mein Stein. Also Manieren sind das. Yakari! Nein, nein, beiß sie nicht. Ich habe deinen Stein umgedreht. Ich und beißen? Kommt gar nicht in Frage. Für wen hältst du mich? Ich bin doch keine Klapperschlange. Oh, entschuldige, ich hatte solche Angst.
Wir hatten alle Angst. Ich heiße Rotkopf. Ich bin Yakari und das ist Regenbogen. Wir sind Freunde. Regenbogen? Was für ein außergewöhnlicher Name. Und was macht ihr beiden kleinen Sioux hier in der sengenden Sonnenhitze? Ich suche meinen Freund Kleiner Donner. Er ist ein schwarz-weißes Pony und ich muss seine Spur unbedingt finden. Da bist du auf der richtigen Fährte. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Er suchte nach Wasser. Und hätte es fast gefunden. Was heißt das? Weißt du, wo er ist? Ich versuchte, ihm beizustehen. Aber unversehens rannte er schleunigst weg. Alle haben Angst vor mir. Wer durstig ist, verliert leicht den Kopf. Aber sieh mich an. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor dir. Bitte hilf uns. Du hast keine Angst, ist das auch wahr? Es müssen natürlich schon beide Seiten ein klein wenig dazu beitragen. Du bist mutig, Yakari, und ich schätze Geschichten über Freundschaft. Ich helfe dir, dein Pony wiederzufinden. Es gibt keinen besseren Fährtenleser als eine Schlange. Auf die Spur. Hörst du das? Komm! Rotkopf zeigt uns, wo wir Kleiner Donner finden. Durchhalten. Hier war irgendwo ein Teich, das weiß ich genau. Nun, seid ihr soweit? Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir sind bereit. Es fehlt nur Yakari. Er sucht Kleiner Donner in der Prärie. Kein Sioux darf einen anderen im Stich lassen. Wir warten auf ihn. Regenbogen begleitet ihn. Mögen die Geister sie beschützen. Kleiner Donner! Kleiner Donner! Höre ich Stimmen? Als würde Yakari nach mir rufen. Kleiner Donner, endlich haben wir dich gefunden. Yakari. Aber das ist ja die Schlange. Hab keine Angst, Rotkopf ist unser Freund. Er hat mich zu dir geführt. Ich bin hier, um dich zu holen. Wir ziehen in den kühlen Norden. Ich kann nicht mitkommen. Die Beine tragen mich nicht mehr. Ich fühle mich so schwach und brauche unbedingt Wasser. Ich lasse dich aber nicht im Stich. Wenn es sein muss, werde ich dich tragen. Hör auf, Yakari. Das ist doch völlig zwecklos. Wir müssen eine andere Lösung finden. Lasst mich euch noch einmal helfen. Jetzt kann ihn nur noch Wasser retten. Aber wo finden wir es? Eure Freundschaft ist wahrhaftig stark. Ich verrate euch ein Geheimnis. Es gibt eine verborgene Quelle und niemandem ist es erlaubt, sich ihr zu nähern. Mit Regenbogens Hilfe jedoch bestünde eine kleine Chance, an das Wasser zu kommen. Mit Regenbogens Hilfe? Wir müssen uns beeilen. Hab Vertrauen. Wir kommen zurück und retten dich. Warum führst du uns zu dem Fluss? Er ist doch ausgetrocknet. Siehst du diesen Hügel aus Steinen? Darunter befindet sich eine Quelle. Das ist das Geheimnis, von dem ich sprach. Wasser! Schnell! Wir müssen die Beute füllen. Nein! Wartet! Ihre Hüter müssen es uns erst gestatten. Habt keine Angst, meine Genossen sind nicht giftig. Sprich, Rotkopf, warum verrätst du diesen Sioux-Kindern unser Geheimnis? Die Sioux sind in der Prärie zu Hause, Schwarzkopf. Sie brauchen das Wasser, um ihren Freund zu retten. Sehr schön. Aber diese Quelle muss geheim bleiben. Ohne sie werden wir verdursten. Es muss sein, im Namen der uralten Freundschaft zwischen Menschen und Schlangen. Im Namen der großen Regenbogenschlange. Die große Regenbogenschlange? Ihr Name ist uns allen heilig. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, ihren Geist anzurufen. Seht ihr, meine Freunde? Dies ist Yakari. Und dieses Menschenkind hier trägt den Namen Regenbogen. Hm? Genau wie die heilige Schlange. Ist das nicht ein Zeichen, dass wir ihnen helfen müssen? Vor langer Zeit waren die Sioux und die Schlangen Freunde. Darum soll es so sein. Wenn deine Freunde schwören, das Geheimnis der Quelle zu wahren, sollen sie ihren Durst stillen. Haut ab, ihr Aasgeier! Ihr kriegt mich nicht! Yakari wird wiederkommen! Wasser! Wir haben Wasser!
Du bist gerettet, kleiner Donner. Vielen Dank, Rotkopf. Du hast mir das Leben gerettet. Das Geheimnis der Quelle soll unsere Freundschaft für immer besiegeln. Auf Wiedersehen, Rotkopf. Wir werden unser Wort halten. Im Namen der Regenbogenschlange. Mach's gut, schöne Schlange. Auf Wiedersehen, Regenbogen. Wir sehen uns sicher einmal wieder. Wir haben uns alle zusammengefunden und ziehen nun los. Auf in den Norden. Wenn wir doch nur Wasser gefunden hätten. Es schmerzt so sehr, meine geliebte Heimat zu verlassen. Ja, aber vielleicht finden wir ja doch noch welches. Aber wo? Wir haben doch überall gesucht, Yakari. Nicht, du hast es geschworen. Ich wollte nur sagen, die Dürre wird bestimmt nicht ewig dauern. Irgendwann kommen wir auch wieder zurück. Wir sollten an die Regenbogenschlange denken und dass wir die Hoffnung nie aufgeben dürfen. Hört nur! Seht nur dort! Die große Regenbogenschlange. Der Mensch darf die Hoffnung nie aufgeben. Yakari und der weiße Bär. Oh, iss nicht gleich alle auf, Yakari. Wir sollen die Bären für den ganzen Stamm sammeln, damit jeder von uns was abbekommt. Mach dir keine Sorgen, Regenbogen. Hier wachsen genug für alle. Und außerdem sind wir die Einzigen hier. Oh? Oh. Du bist das. Du hast mir ganz schön Angst eingejagt, Bär. Wir waren zuerst hier, also such gefälligst woanders. Viel Glück. Der hatte ja schlechte Laune. Du sprichst wohl die Sprache der Tiere. Aber ich weiß nicht, ob du wirklich alles verstanden hast, was er da gerade gesagt hat. Das ist aber auch besser so, glaube ich. Sehr freundlich war er nämlich nicht. Das reicht jetzt. Komm, wir gehen. Pelz war weiß wie Schnee. Und du hast uns ja erzählt, dass es im Land des Eises so weiße Bären gibt. Aber doch nicht hier bei uns, im Blaubeerwald. Regenbogen spricht die Wahrheit. Er war wirklich weiß wie Schnee. Ich glaube euch, Kinder. So etwas kann es geben. Es ist gewiss ein Tier von derselben Art wie die Braunbären in unseren Jagdgründen. Jedoch kam dieser Bär aufgrund einer Laune der Natur ohne jegliche Farbe zur Welt. Seine Haut und sein Fell sind ganz farblos. Er wurde weiß geboren, stammt aber sehr wohl aus einer Braunbärenfamilie. So etwas gibt es auch bei den Menschen, seht nur. Es ist allerdings selten. Sehr, sehr selten. Ein weißer Bär? Und sehr, sehr selten. Den will ich haben. Ich muss diesen weißen Bären noch mal sehen. Hier war er, glaube ich. Ich werde dir nichts tun. Du sprichst meine Sprache? Ja, und Blaubeeren mag ich auch so gern. Teilen wir? Es stimmt, ich hatte wirklich Angst vor dir. Deswegen bin ich von zu Hause fort, Yakari. Es wurde unerträglich. Aber du gehörst doch zu ihnen. Ich hielt's nicht länger aus, wie sie sich lustig machten. Ich wurde nur gehänselt. Ja,
So ist es von Anfang an gewesen. Und die Großen haben auch noch mitgemacht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Wie konnten die nur so Wer war das? Zeig dich, wenn du dich traust. Das war kein Versehen, Regenbogen, da bin ich sicher. Und Schneeball ist in seine Höhle geflüchtet vor lauter Angst. Wenn ich wüsste, welcher Feigling sowas... Was da? Was? Wieso? Gespannter Bogen will den bleichen Bären haben. Du hättest ihn beinahe getötet. Stimmt. Beinahe. Leider. Oh. Aber ich verfehle selten mein Ziel. Kommt mit und überzeugt euch selbst. Los. Das will ich sehen. Na, wie gefällt euch meine Sammlung? Da staunt ihr, was? Ich hab sie alle im Winterpelz erlegt. Als sie so weiß waren, meine allerschönsten Trophäen. Mitten im Winter, wenn die Tiere am wehrlosesten sind, das ist feige. Was? Du bist ja krank, gespannter Bogen. Pass auf, Schneeball kriegst du nicht. Ach so, heißt der. Süß klingt das, ein lustiger Name. Du gehörst mir, Schneeball. Hör! Du kannst nicht hierbleiben, Schneeball. Du musst sofort verschwinden. Gespannter Bogen ist ein sehr guter und gefährlicher Jäger, der weiße Felle sammelt. Bitte hör auf mich, sonst entdeckt er dich. Oh, fliehen, immer fliehen. Kann ich nicht endlich auch mal irgendwo bleiben, wo es mir gefällt? Ich bleibe hier. Großer Adler! Schneeball darf nicht überall ein Ausgestoßener sein, nur weil er anders ist. Meinst du nicht auch? Ja, das ist gemein. Es gibt nur wenige Wesen wie Schneeball, die uns daran erinnern, dass wir alle verschieden und einzigartig sind. Trotzdem können wir doch alle zusammenleben. Also steh ihm bei. Das will ich ja, großer Adler. Außerdem hätte gespannter Bogen mal eine richtige Lektion verdient. Aber wie stelle ich das an? Erinnere dich daran, welche Angst dich überfiel, als du Schneeball für einen Geist hieltst. Ein Geist also? Ja, natürlich, das ist die Idee. Danke, großer Adler. Wach auf, Schneeball. Ich weiß, was wir machen. Schneeball! Huhu! Wo bist du? Schneeball! Das Schleckermäulchen wird sich freuen, wenn er sieht, wie viele Blaubeeren ich Auf der großen Lichtung gibt es mindestens so viele Blaubeeren wie Grashalme in der Prärie. Schneeball wird sich freuen. Hallo? Schneeball! Ja, lauf nur, Yakari. Lauf und führ mich brav zu meiner Beute. Wo steckt er? Diesmal krieg ich dich. Na, warte. Er kommt ja, Kari. Los, hier lang. Hüpf da rein.
Bis über beide Ohren. Heute kannst du mal ein richtiges Blaubeerbad nehmen. So, alles bereit? Ich hab's gleich. Ja, perfekt. Jetzt bist du so dunkel, dass man dich kaum noch sieht. Weg! Verschwindet! Haut ab! Hilfe! Ein Geisterbär! Ich habe noch nie einen Menschen so schnell laufen gesehen. Und das bei dieser Dunkelheit. Dunkelheit? Nanu, du bist auch ganz schön dunkel, Yakari. Der jagt bestimmt keine weißen Bären mehr. Aber auch, Yakari. Gehen wir zum Fluss. Und wenn ich jetzt einfach für immer so dunkel bliebe, dann würde mich niemand mehr beachten und auch nicht ärgern und ich könnte endlich in Ruhe leben. Ja, aber dann wärst du eins nicht mehr. Schneeball, der wie keiner ist. Hm. Na los, erst ein richtig schönes Bad und danach ein großes, leckeres Blaubeerfrühstück. Einverstanden? Und wenn du nach Hause zurückgehst, erzählst du ihnen alles und sagst, dass du stolz bist, so zu sein, wie du bist. Ich gehe zurück nach Haus. 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 La 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 la. Ha 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 ha